Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain hat mal gesagt, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt? Warum lebe ich? Also, was ist der Sinn meines Lebens? Oder auch, wo komme ich her und wo gehe ich irgendwann mal hin? Fang mal an zu googeln und du wirst eine Menge verschiedener Antworten bekommen. Die Bibel beantwortet diese Fragen auch. Aber sie gibt nicht viele verschiedene Meinungen wieder, sondern gibt eine klare Antwort. Wenn man ihr glaubt, dann bleibt am Ende keine Frage mehr offen. Die erste Frage, woher komme ich, beantwortet Gott in der Bibel so: Ich selbst habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr. Ich habe den Himmel ausgespannt und gab den Sternen ihr Gesetz. Gott stellt sich in der Bibel selbst als der Schöpfer der Menschen vor. Er hat uns gemacht und das aus einem ganz bestimmten Grund. Er wollte, dass sie nach ihm fragen, dass sie sich bemühen, ihn irgendwie zu finden, obwohl er keinem von uns wirklich fern ist. Die Bibel lehrt uns, dass Gott Gemeinschaft mit den Menschen haben möchte. Er sehnt sich danach, dass wir ihn kennenlernen und eine enge Beziehung zu ihm haben. Aber er zeigt auch, dass diese Beziehung zu ihm gestört ist, dass jeder Mensch schuldig ist vor Gott und jemanden braucht, der diese Schuld für ihn bezahlt. Sieh dir dazu mal das Video Der Liebesbeweis an, da wird das nochmal genauer erklärt. Bleibt jetzt noch die Frage, wo gehe ich denn hin? Vielleicht ist das die schwierigste Frage, weil sie von uns eine Entscheidung fordert. Die Bibel schließt aus, dass nach dem Tod alles vorbei ist und beschreibt eigentlich zwei mögliche Zustände. Entweder folgt ein Leben mit Gott oder ein Leben getrennt von Gott. Oder um es klarer auszudrücken, die Bibel redet von Himmel und Hölle. Oder auch von ewigem Leben und ewigem Verderben. Vielleicht kennst du diesen Vers aus dem Neuen Testament. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Es geht um die Entscheidung, ob du glaubst, dass nur Gott dir dieses ewige Leben bei ihm schenken kann oder nicht. Die Bibel ist keine verstaubte Sammlung von Geschichten, sondern sie ist ein lebendiges Buch. Sie begleitet uns in unserer Suche nach Sinn und Erfüllung. Nimm dir mal die Zeit, die Bibel zu lesen und find ihre Antworten auf die Sinnfragen des Lebens heraus. Du wirst erstaunt sein, welche Schätze du darin entdecken kannst. Vielen Dank, dass du dir den MyInput Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.